Wir könnten Ihnen jetzt was von Kapillarascension erzählen oder von Mykorrhizen oder auch von Ethylenfreigabe, also C2H4, Sie wissen schon. Doch Sie würden wahrscheinlich sagen, hä? Ich glaube irgendwie, ich stehe im Wald. Und überraschenderweise hätten Sie damit diesmal sogar wirklich recht. Denn alles, was ich Ihnen gerade beschrieben habe, sind biochemische Einzelheiten aus dem Leben eines Baumes. Sie klingen nur nicht so sexy, oder? Kann es dann also sein, dass dieses Buch voll mit den biochemischen Einzelheiten aus dem Leben eines Baumes tatsächlich bis nach ganz oben in die Bestsellerlisten geklettert ist? Es liegt daran, weil hier ein Mensch endlich mal so darüber schreibt, dass man zu verstehen beginnt und vor allem zu glauben. Daran nämlich, dass das Leben der Bäume dem Leben der Menschen ganz schön ähnlich ist. Und ganz ohne ESO-Quatsch. Es ist eine Welt voller Geheimnisse. Hier wird gekämpft um Leben und Tod, sich um die Alten gekümmert, gemeinsam Kinder aufgezogen und individuelle Marotten gepflegt. Diese Bäume leben in einer Sozialgemeinschaft, warnen sich vor Feinden und tauschen Informationen aus. Was und wie dieser Mann über den Wald spricht und schreibt, ist kurios und überraschend. Alle Bäume sind in diesem Buchenwald verbunden, sagt er. Das Netz funktioniert wie unsere Gesellschaft. Bei uns zum Beispiel werden ja auch sozial Schwächere entsprechend unterstützt. Hartz IV ist ja so ein klassisches Beispiel. Und bei Bäumen gibt es das prinzipiell auch. Dass man alle wieder versucht, in der Gemeinschaft zu halten, auch als vollwertige Mitglieder. Das geht sogar so weit, dass die Bäume sich in der Photosynthese, also in der Art und Weise, wie sie Zucker produzieren, synchronisieren. Also das Starke produzieren nicht mehr als Schwache, weil die Starken den Schwachen sofort was abgeben über die Wurzeln. Fast wie so eine Art Kommunismus, aber der in dem Fall bei Bäumen funktioniert. Nein, er ist kein verschrobener Althippie. Peter Wohleben ist tatsächlich Förster und Herr über 13 Quadratkilometer Wald in der Gemeinde Hümmel in der Eifel. Ein Teil davon soll wieder Urwald werden. Buchenurwald, wie er in Deutschland natürlich wäre, aber nicht mehr vorhanden ist. Hierzulande dominieren die Fichten, für die es eigentlich viel zu trocken ist. Sieht aus wie Wald, ist aber keiner. Das ist eine Plantage. Und Plantage sagt man natürlich nicht zu deutschen Wäldern, sondern immer nur zu Wäldern in Entwicklungsländern. Es sind aber gepflanzte Bäume, sie sind hier nicht heimisch. Das hat mit unserem alten Ökosystem, den Buchenurwäldern, gar nichts mehr zu tun. Da geht es nur noch um Holzproduktion. Doch nur im echten Wald funktioniert das Netzwerk unter den Bäumen. Sie kommunizieren über Duftstoffe, über die verbundenen Wurzeln und über Pilze. Unter den Fruchtkörpern durchziehen tausende Arten den Waldboden. So erfährt ein Baum, ob 150 Meter entfernt Käfer angreifen und kann sich mit Abwehrstoffen wappnen. Ja, hier sieht man diese weißen Pilzfäden. Da kommen auf einen Teelöffel Walderde mehrere Kilometer und das ist das Internet des Waldes. Also die Wissenschaft spricht von einem Wood Wide Web. Und es ist tatsächlich so, dass diese Pilzfäden Informationen leiten. Auch elektrisch zwischen den Bäumen. Das versorgen die wirklich mit Informationen über Käferattacken, über Trockenheit, über ähnliche Sachen. Und das lassen sich diese Pilze auch teuer bezahlen. Also es ist ein sehr teures Internet. Die verlangen dafür bis zu einem Drittel der Gesamtproduktion eines Baumes an Zucker und tun dafür ihre Dienste. Und wer mit Pilzen und Wurzeln so richtig gut vernetzt ist, der kann sogar im hohen Alter ohne eigene Blätter weiterleben. Ein uralter Baumstumpf mit mal über einem Meter Durchmesser. Er lebt noch, wie Wohleben am Grün unter dem harten Holz feststellen konnte. Seine Umgebung versorgt ihn mit. Nur warum? Also eine mögliche Idee wäre, dass Bäume sich grundsätzlich auf Gedeih und Verderb untereinander unterstützen, egal ob man eben so schwach dran ist oder so ganz schlecht. Vielleicht ist es aber auch so, dass in diesen Wurzeln irgendeine Art von Wissen gespeichert ist. Bäume haben ja auch eine Art Gedächtnis. Man weiß nicht, wo das ist. Vielleicht ist es in den Wurzeln und vielleicht ist das hier so ein Methusalem, der eben 400-500 Jahre altes Wissen gespeichert hat. Er schafft es, Wissenschaft über Bäume wie ein menschliches Drama zu erzählen und nebenbei mit Mythen aufzuräumen. Von wegen, die Eiche ist der deutsche Baum. Unter Buchen ist sie hier nicht besonders standhaft. Die Eiche bildet diese Angstreise, also die deutlichen Zeichen von Todesangst, einfach weil sie versucht, hier unten schnell noch ein bisschen Licht zu bekommen, weil oben macht die Buche jetzt schon mit ihren Blättern dunkel. Jetzt versucht sie hier unten noch ein bisschen Licht zu bekommen. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn, ne? Weil hier kommt kein Licht an. Und deswegen sterben die Äste auch direkt wieder ab.
Das ist ein typisches Zeichen von Panik. Und in Panik macht man Blödsinn, auch als Baum. Bei allem Verständnis, mit Bäumen sprechen hält Peter Wohleben übrigens nicht für zielführend. Auch gegen das Verheizen hat er nichts. Wenn der Baum wenigstens ein schönes Leben hatte. Tja, schön, dass wir wenigstens jetzt besser unseren Wald verstehen. Bei unserer eigenen Spezies bin ich mir da gar nicht mehr so sicher in diesen Tagen. Gestern, ich habe es erwähnt, Mordanschlag auf ein Flüchtlingsheim. Dann diese schauderige Nachricht von 70 Toten in einem LKW in Österreich, darunter mehrere Kinder. Puh, kann man da nur sagen. Es ist traurige Höhepunkte unseres Dramas, das wir diesen Sommer erleben und das uns wohl noch einige Zeit beschäftigen wird. Offenbar schafft es Europa irgendwie, sich auf eine Bankenrettung zu einigen. Aber beim Thema Menschen scheitert Europa momentan.